Ich bin der Jürgen Holzapfel vom Hof Uhlenkrug. Also ich selber betreibe seit 25 Jahren Landwirtschaft in genossenschaftlichen Höfen von Longomai. Und das Thema Saatgut beschäftigt mich seither, weil sich in diesen 25 Jahren unglaublich viel verändert hat in Bezug auf Saatgut, worüber wir verfügen oder nicht mehr verfügen. Also wir haben sehr viel verloren inzwischen. Und sind eigentlich seit 5 Jahren, 6 Jahren damit beschäftigt, das Saatgut wiederzufinden, was eigentlich unserer Landwirtschaft entspricht. Wir haben dann 2008 die Saatgutkampagne gegründet. Die Förderung, die wir aufgestellt haben, auf die sind eigentlich ganz viele Organisationen, sehen die als grundlegend. Das ist das eine, das Recht der Bauern, Gärtner, Gärtnerinnen, Bäuerinnen, Saatgut herzustellen, zu vermehren, in Umlauf zu bringen, zu verkaufen und zu tauschen. Das ist ein grundlegendes, altes, bäuerliches Recht. Das ist deshalb, weil früher die ganze Saatguterhaltung eigentlich Sache der Bauern und Gärtner waren. Das Zweite ist, dass wir fordern, dass die regionalen Sorten viel mehr gefördert und unterstützt werden. Heute ist es ja so, dass die ganze Förderung und Unterstützung und der ganze Saatgutmarkt dominiert wird von der Saatgutindustrie, die einheitliche Sorten für ganz Europa hat. Was natürlich begleitet ist von der Entwicklung der ganzen Chemie in der Landwirtschaft. Und wir sagen, die regionalen Sorten, die angepasst sind an regionale Bedingungen, müssen gefördert werden. Und das ist völlig neu. Dafür gibt es überhaupt keine Instrumente. Das ist wirklich etwas neu anzufangen in der ganzen Agrarpolitik. Und damit komme ich dann auf den Punkt, der dann etwas globaler ist. Das fordert natürlich eine Neuorientierung der Landwirtschaftspolitik. Das heißt, weg von der energieintensiven Landwirtschaft, von der chemieintensiven Landwirtschaft, zurück zu einer regional angepassten Landwirtschaft. Wir haben einen einfachen Text gemacht, der die Situation erklärt, für alle zugänglich und diese Forderungen aufgestellt in Form einer Petition. Es sind ungefähr 55.000 Unterschriften zusammengekommen. Es ist eine Aufforderung an die Parlamentarier, die Frage aufzugreifen. Und wir verlangen außerdem, dass es natürlich in der Landwirtschaftskommission diskutiert werden muss, weil es ja um landwirtschaftliche Fragen geht, verlangen wir eine Untersuchung durch die Unterkommission, die es gibt im Europäischen Parlament für Menschenrechtsfragen. Denn im Grunde genommen ist ja die Saatgutfrage und das Recht auf Zugang zu Saatgut Teil des Rechts auf Ernährung. One of the lobbyist associations that represent the biotech multinationals like Monsanto, Bayer, Dow, Pioneer, and Syngenta. And they are here to lobby, of course, the European Parliament, at the end of the street, the European Commission, and the Council. But they are not the only ones. There are many other lobby associations lobbying for the biotech industry. So basically what ESA is lobbying for is for more intellectual property for seeds, which means more patents, stronger plant breeders' rights. In other words, to combat farm-safe seeds, so to prevent farmers to regrow and replant their own seeds. That is their main mission here in Brussels. Of course, they also like the least possible rules for the seed industry, mainly meaning GMOs. So they think that all the troublesome rules around GMOs are just a burden for innovation and that hurts the European competitiveness. The last mission that they have set themselves is freedom of choice for customers in supplying seeds as a result of innovative, diverse technologies and production methods. So in other words, freedom for you to have access to GMOs in your food. What they also like, while on the one hand they want stronger patents for their varieties, they want free access to genetic resources all around the world. So that means that they don't want any limits on the varieties that have been developed by farmers around the world to serve for their new high-tech varieties that they are going to make money off.
Andreas Rieckeberg von der BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie und einer der Mitinitiatoren der Saatgutkampagne und auch in der Vorbereitung jetzt für das Saatguttreffen hier für die Aktionstage beteiligt gewesen. Wir hatten am Sonntag eine große internationale, europäische, aber auch darüber hinausgehende Saatgut-Tauschbörse veranstaltet, zu der 30, 35 Aussteller aus 10, 12 europäischen und außereuropäischen Ländern gekommen sind, ihr Saatgut dort gezeigt haben, miteinander getauscht haben, für die Öffentlichkeit hier in Brüssel da gewesen sind, große Anklang gefunden. Wir haben dann eine Konferenz gehabt mit Beiträgen der Gäste aus der Türkei und aus Indien, aber auch anderen Beiträgen zum Saatgutrecht. Montagnachmittag haben wir dann eine Demonstration gemacht als Anti-Lobby-Tour durchs EU-Quartier hier in Brüssel. Wir hatten einen Demonstrationszug mit einer bunten, großen Menge von Leuten unter dem Motto dieser Aktionstage auch Free Our Seeds, Libere nos Semences. Wir hatten vor dem Sitz von Bayer hier in Brüssel die Unterschriftenübergabe geplant, haben knapp 60.000 Unterschriften an drei EU-Parlamentarier und Parlamentarierinnen übergeben. Gegenwärtig ist es schon so, dass das Saatgut-Zulassungsrecht, industrielles Saatgut, also Saatgut der Saatgutindustrie, bevorzugt. Wenn Saatgut gehandelt werden soll auf dem Markt, dann muss es eine Zulassung haben. Das ist eigentlich was, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, was man erstmal begreifen muss, dass Saatgut als so gefährlich angesehen wird wie neue Medikamente oder neue Chemikalien, die unbedingt eine Zulassung brauchen, damit sie gehandelt werden können. Man könnte auch sagen, Saatgut vermittelt Leben, Wachstum, ist lebensnotwendig für Menschen. Warum sollte das eine Zulassung brauchen? Und die Zulassungskriterien sind so gestrukturiert, dass sie eine bestimmte Unterscheidbarkeit von anderen Sorten verlangen. Sie verlangen eine hohe Homogenität innerhalb einer Sorte, dass die einzelnen Pflanzen dieser Sorte fast identisch sind. Und sie verlangen eine große Stabilität über die Generation hin. Und diese drei Kriterien, Homogenität, Unterscheidbarkeit und Stabilität, sind eben Sorten, die auf die neuen Züchtungen der Saatgutindustrie zutreffen. Die aber von den bäuerlichen Sorten, die eine große Bandbreite innerhalb einer Sorte haben, die anpassungsfähig sind, auch in der Zukunft, die diese Sorten nicht aufweisen und deswegen überhaupt kaum zulassungsfähig sind. Und selbst wenn sie zulassungsfähig wären, ist immer die Frage, wer kann sich die Kosten eines Zulassungsverfahrens überhaupt leisten? Braucht es überhaupt eine Saatgutgesetzgebung? Kann es nicht einfach frei sein, wie ich auch frei Bücher verkaufen kann? Ein Punkt dabei ist natürlich, die Saatgutindustrie wird versuchen, ihre GVO-Sorten durchzusetzen. Da muss man sagen, die Industrie muss kontrolliert werden. Diejenigen, die über große Marktmacht verfügen, die müssen kontrolliert werden. Aber die vielen kleinen Leute, die müssen die Kontrolleure sein und nicht die Kontrollierten. Ich bin Antje Kölling, ich arbeite als Policy Coordinator, Koordinatorin der Politiken für die iForm EU Group. Also wir arbeiten hier in Brüssel zur Europapolitik im Bereich Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Es ist eine ganz wichtige Zeit für ein Event zur Saatgutdiversität, weil die Kommission gerade die Saatgutverkehrsgesetze überarbeitet. Das heißt, jetzt suchen sie auch noch einmal Input, den werden sie mit Sicherheit auch von verschiedenen Leuten bekommen, mit Sicherheit auch sehr stark von der Saatgutindustrie. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch von unserer Seite ein wenig Druck aufzubauen und Input zu geben. Ganz konkret geht es um diese Saatgutverkehrsgesetzgebung. Da geht es eben darum, welches Saatgut darf überhaupt auf den Markt, was muss registriert werden, was muss nicht registriert werden an den Arten und wie hoch sind sozusagen, wie hoch ist die Schwelle, um überhaupt auf den Markt zu kommen. Dann wird im Moment auch noch die allgemeine Agrarpolitik, also die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, debattiert. Da wird es dieses Jahr im November einen Gesetzesvorschlag geben.
Und da ist wichtig, inwieweit werden kleine Bauern, kleine Gärtner, aber auch tatsächlich Projekte, die sich konkret mit Agrarbiodiversität beschäftigen, inwieweit werden die gefördert werden. Je suis Isabelle et je représente l'association Cocopélie pour la Belgique. Cocopélie, c'est une association qui préserve la biodiversité semencière et elle est présente partout en Europe. On a par exemple cette année 375 variétés de tomates à la vente, c'est quand même pas mal. Et dans ce catalogue qui est un manuel de production de semences, on a plus de 600 variétés de tomates. Mais je parle des tomates, mais il y a plein d'autres légumes. Donc là c'est pour la vente, mais il n'y a pas que la vente. On essaie de sauver la biodiversité et pour ce faire, on peut parrainer, donc les jardiniers peuvent parrainer des variétés en voie de disparition. Donc on leur donne une souche, une fiche de culture qui va avec, on leur explique comment faire de la semence. Et puis alors il y a l'aspect aussi semences sans frontières. J'ai apporté aussi, c'est notre manuel de production de semences. Ça c'est la bible du jardinier, c'est pour être autonome. La plupart des variétés que nous avons dans notre catalogue, elles ne sont pas dans le catalogue officiel. Donc on ne pourra plus vendre que ce qui est inscrit dans le catalogue européen. Et donc pour qu'une variété soit inscrite dans le catalogue européen, il faut payer. Mais avec toutes les variétés qu'on a chez Cocopélie, on ne peut déjà pas payer, on n'a pas d'argent. Et puis bon, ça va à l'encontre quand même de la liberté des semences. Les enfermer dans un catalogue alors qu'on veut que la semence soit libre. On est contre ce catalogue officiel. Déjà, Cocopélie France a été condamnée à cause de ce catalogue. Donc oui, ça nous affecte parce qu'on est toujours là à se dire, est-ce qu'on va, combien de temps ça va encore durer, quand ils vont arriver pour en fait confisquer toutes ces variétés. C'est pour ça que quand les médias s'en sont mêlés, ce qui est très important aussi, c'est que les gens se sont rendus compte que si on vient à disparaître, et c'est possible avec tous ces procès, c'est que ben, ces variétés-là ne seront plus là. Si il faut qu'elle soit dans les jardins. Elle y est puisque tout le monde nous achète des semences. Et quand on voit le nombre de participants à nos séminaires de production de semences, en Belgique, on faisait un séminaire par an de production de semences. Maintenant, mais on en fait tout plein. On en a fait 5 cette année. Donc les gens sont conscients. Et comme ceci, c'est un manuel de production de semences, on le vend comme des petits pains. Donc les gens vont faire leurs semences. Ça, c'est clair. Et c'est de la résistance ici. Cocopélie, ce n'est que de la résistance, c'est normal. Sinon, on serait fermé, on ne ferait plus rien. Et non, on veut résister, justement. My name's Neil, and I'm from the CD Sunday organizing committee. And CD Sunday is a community seed swap in Brighton, in the south of England. And so we've been organizing a seed swap in February every year for the last 10 years. We are encouraging people to save their own seeds and then bring them to the event and just to swap them one for one. The rising popularity of seed swapping in the UK is really, really, really significant now. There are seed swaps, maybe 40 or 50 around the country. There is also an increase in the counter movement, and everyone is realizing that they need to work together. And when people arrive, we stamp their hand with the word outlaw. And so, you know, we're very aware of that what we're doing is a form of direct protest, and we want to make it clear that we object to the ridiculous regulations and legislation, both in the UK and in the EU. Ich heiße Najiha Abid, ich komme aus Göttingen, ich bin von Internationaler Gärten e.V. und von Stiftung Interkultur gleichzeitig. Hast du schon Saatgut hier getauscht? Ja, klar. Ich habe meine eigene irakische Mangold
und ich habe eine ägyptische Esslupinen mit und ich habe viel auch bekommen in den internationalen Gärten e.V. Göttingen. Es gibt eine Börse jedes Jahr und immer und oft, weil wir sind aus allen Ecken der Welt, ja, aus China, aus Japan, aus Vietnam, aus Jemen, aus Ägypten, aus Marokko, aus Algerien, aus Libanon, aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afghanistan, ja, und aus Deutschland auch sind dabei. Und dann wir holen uns auch von zu Hause, ja, oder wir bekommen unser Saatgut und dieser Austausch regelmäßig, ja, findet statt unter uns. Alle nutzen davon und das ist für uns und nach meiner Meinung, das ist normal. Und warum soll illegal sein? Nein, das ist absolut nicht illegal. Ben çiftçiyim, Türkiye'den geliyorum. Çiftçi sendikalarının başkanıyım. Şimdi buğday üretiyorum, kimyon üretiyorum, soğan üretiyorum, kavun üretiyorum. Sendikamız, konfederasyonumuz 8 sendikadan oluşmaktadır. Çiftçiler olarak bunu tekrar tohumu ele geçirmek için sebze konusunda mücadeleyi başlatmış bulunuyoruz. Bu amaçla tohum ağları falan kurduk. Avrupa Birliği kaynaklı bir tohum yasası Türkiye'de çıkarıldı. Biz bilge köylü tarımcılığını savunuyoruz. Dışarıdan hiçbir girdiği almayan, bütün girdiği kendi işletmesinin içinde sağlayabilen bir sistemi savunuyoruz. Organik tarım, organik gübre, organik ilaç adı altında gene şirketlerden girdi satın alır. Biz ona endüstriyel organik diyoruz. Yerel tohum, yerel üretim ve yerel pazar zincirini kurmak istiyoruz ve bu yöntemle de gıdada egemenlik kurabileceğimizi de düşünüyoruz. Bir yandan bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Vanaja Ram Prasad from India, and I've been in the movement for now several years. I'm working in the south of India. It is a foundation for genetic resource, energy, ecology, and nutrition. It has almost become a movement and it has spread across the state, and there are several thousand farmers who are participating in it. We were able to understand the importance of conserving our land races and the technical aspects of how we do it, and also face the challenges thrown to us by scientists to say that indigenous varieties, our heirloom seeds, cannot provide the food that is needed for this growing population. We have worked very hard to look at the scientific aspects and then how we can showcase the heirloom seeds as valuable and equivalent in their productivity to the high yield varieties that are being promoted by scientists. See, always farmers are lured by the subsidies that are given by the government. So government gives them subsidy for high yielding varieties, subsidy for the chemicals. So we sit with the farmers to go through this exercise of saying, if you grow the hybrid or high yielding varieties, and if you grow the indigenous varieties, what would you spend on it? What would you get in the market? So since they are not producing the indigenous variety for the market, they're not aware, but there is a premium value for the indigenous varieties, and for the fodder quality itself, they get a premium price. So since, you know, we had to work with them to bring this awareness to them, and now many of them are aware that the indigenous varieties have a good market for them, and they have to spend less in cultivating them. They don't have to spend on the chemicals. And at the same time, they're protecting their soil as well. You see, farmers will have preferences, like unlike scientists who look at only the product, the yield characteristics. Farmers look at 13 different characteristics. Like, for example, it should have a non-shattering quality, it should have fodder value, it should have aroma, it should have cooking quality. So like this, farmers listed about 13 different characteristics. And we asked them to evaluate all the varieties which they would like to keep in their field, depending upon the
preferences for these characteristics. So this has been done over a period, and we know which are the varieties preferred by farmers and why they prefer it. And we have now been able to cultivate them in larger quantities. So this has taken a long time for them to unlearn what they learned during the Green Revolution period. So we always feel that if the Green Revolution took 30 years to stabilize itself, we have to take another 30 years to destabilize this from farmers' minds. Yeah. My name is Shalini, and I am from India, and I come with solidarity greetings from the groups that I work with in different parts of India, which are farmers and women seed keepers and food activists and groups of people who are concerned about where food and farm is going today. Agriculture is even predates the state and even predates constitutions. I mean, the history of agriculture and how food is grown and how farming evolved goes back to 10,000 years. Mm-hmm. And suddenly all of that is being rewritten because national laws are changing. And also behind that, the wallpaper is that international legal regimes are changing and trading policies. Economic relations between countries are overwriting social and ecological concerns. So that's another reason why some of us are here from India, because of the new economic relationship and trade ties that are being negotiated between the European Union, the 27 countries collectively, and the Republic of India in the form of a bilateral trade and investment agreement. And free trade agreement, or FTAs like this, are coming right head-on collision with the ideas of food sovereignty of local peoples. More than 60% of the farming community in India still relies on its own seeds for its crops and for its fodder, etc. And that's the market that seed companies and agrochemical businesses want to be able to tap. Yeah. And that's why so much interest in creating the favorable law and policy environment in which these businesses can function. We have already a very painful colonial history where several hundred years ago, European trading houses came to several parts of Asia. And we've learned our lessons from the colonial history that there is. And I think this is almost like colonization again, because it is a tantamount to takeover of resources. It's about who controls the basic land, water, and seeds that go into food and farming. And also in terms of setting food standards in the name of either biosafety or public health, how new trade barriers are also being put up. The threats to seeds and seed communities mm-hmm. is coming in the form of ideologies and technologies. So one way is the thinking, which says that, you know, only companies should sell seeds, only the market should provide the seeds, which actually reduces farmers from being the original seed producers to consumers. So that's one threat to seed keepers and holders of knowledge, which are a lot of women in India and South Asia and other parts of the world as well. And the other is the actual technology. So you have technologies such as hybrids and genetic modification of seeds, which are actually a physical threat to the kind of seed sanctity that these communities believe in. To raise it as an issue about humaneness, and not only about human rights, yeah. And to also talk about it beyond the whole language of rights. Because even the language of rights is taking us in a direction
where the rights that are being talked about are only economic rights, rights vis-a-vis the markets, rights vis-a-vis resources, which is completely rewriting relationships that people had with their resources, which were relationships of respect, which were relationships of responsibilities, based a duty-based idea. You know, the interesting part is, in a lot of parts of India, it's not, the resistance is not so much agitational as it is about celebration. It is about biodiversity festivals. It is about celebrating the festivals around, you know, the cultural, keeping alive the cultural practices. And it could take many forms. It could be song and dance. It could be oral cultures. It could be something that you've cooked together with friends and family on a special occasion. So it's not only about fighting, it's also about, with it, celebrating and being glad for what we have and keeping that alive. And I think this is a special moment to be able to build solidarities, that what free trade is doing to peoples and communities is not only a story of the South, but even in more established and so-called developed societies, there are people who are thinking of the originals. Yeah. It's too important to be left just to governments. Nice. Was können die Leute, die den Film jetzt sehen, tun? Man kann selber Saatguttauschbörsen organisieren. Es gibt im Internet auf der Seite von CD Sunday in Großbritannien, aber auch auf anderen Seiten, Saatgutkampagne.org, Anleitung dafür, was muss man bedenken. Man kann Kurse besuchen, wie man selber Saatgut macht. Man kann das Wissen weitergeben. Es wird Gruppen geben, die stellen Arbeitsblätter zusammen dafür. Man kann selber Referenten einladen, das zum Thema machen, im eigenen Kleingartenverein, in der Food Coop, der man angehört, im Studentenzirkel, im Mütterkreis, überall, ja, überall, das ist ja ein Nahrungsmittelthema, überall da, wo man mit Leuten zusammen ist, mit denen man so auf einer Wellenlänge ist, das ansprechen und gucken, was kann man mit denen zusammen machen. Man kann nicht nur einen Kleiderflohmarkt machen, sondern man kann auch eine Saatguttauschbörse machen. Das ist gar nicht so sehr verschieden eigentlich. Ja. Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man als Kleingärtner, Kleingärtnerin im Hintergarten auch selber Saatgut machen kann und es nicht nur für sich, sondern mit anderen tauschen kann. Und dass es nicht eine mühselige Arbeit ist, sondern man Spaß daran haben kann, andere Menschen treffen kann, vielfältiger Austausch stattfindet. Und wenn sich das ausbreitet und eben ins Bewusstsein vieler Menschen einfließt und in ihre tägliche Lebenspraxis, das zum Leben dazugehört zu essen, zum Leben dazugehören kann, sein Essen auch selber anzubauen und sogar das Saatgut für dieses Essen, was man selber anbaut, man selber machen kann und von anderen Leuten, mit anderen Leuten austauschen kann, wenn das eine Breite gewinnt, dann ist es auch viel einfacher, denke ich, da in dem Moment, wo die Saatgutindustrie mal wieder neue Vorschläge hat, wie sie gerne die Gesetzgebung in ihrem Sinne gedreht hätte, da zu kontern und da eine breite Bewegung gegen zu organisieren, zu mobilisieren, dass viele Menschen aufstehen und dagegen sagen, nein, so wollen wir es nicht haben. Wir haben ein Recht auf Saatgut, auf unser Saatgut und wir haben auch das Recht, wenn wir wollen, es nicht nur zu tauschen, sondern auch zu verkaufen. Wir können draufschreiben, was es ist. Wir wollen nicht diese hohen Hürden haben, die uns vom Markt sozusagen ausschließen.